Bin ich doch schön in meiner Gamerhöhle wieder eingestiegen. Kann man eigentlich gar keinem zeigen. Ja, du hast halt deine Prioritäten gesetzt. Ja. Großer Fernseher. Ah, okay. Ihr wollt quasi jetzt alles ersetzen, ja? Jo. Alles richtig cool, ja. Ich crafte gerade 1000. Das Problem ist, was uns gestört hat, ist, wenn nachts ist und die Zombie-Wave kam, konnten wir nicht mehr drauf schießen, weil unser eigener Ball uns die Sicht genommen hat. Ja, das deswegen stimmt. Deswegen haben wir das jetzt alles flach gemacht und geebnet und bauen jetzt bessere Looting-Bahnen, damit wir an den ganzen Stuff auch rankommen und die besser schießen können, weil wir sonst beim Level einfach abkacken. Also wir leveln viel weniger, als wir könnten, weil die Zombies an unseren Wellen sterben, anstatt durch uns. Ja. Gut, dann hole ich mir auch mal eine Feuerwehr-Axt, wa? Falls es noch eine gibt. Gegen die Holzspieker ist die Feuerwehraxt schlechter, weil sie langsamer ist. Achso. Ich nehme sie trotzdem. Ja. Ja, doch was. Was bin nur ich? Achso, bist du das? Okay. Aua. Ach, genau. Schön noch in den Stacheldraht gesprungen, der noch war. Also alle weg hier, ja? Den Stacheldraht stehen lassen, nur die Holzpikser kommen weg. Genau, auf dem Wall sozusagen auch die Stacheldrahtdinger weg. Ja, okay. Sonst bringt das ja nichts. Ich habe gerade zwischen den Dingern durchgeschlagen. Und Erde geerntet, ne? Und Erde geerntet, ja. Ja. Schön mit der Axt. Irgendwas habe ich immer nicht dabei. Hauptsache, die Stacheln bluten automatisch, wenn man sie anschlägt. Ja. Jule schreibt, hey Daniel, hey Josi, hey Marius. Hallo. Und Jule, kommst du noch vorbei? Wir brauchen doch deine Hilfe beim Bauen. Leo ist auch schon wieder da. Ich glaube, der war gar nicht aus dem Chat raus. Du hast halt schon mal gezockt, ne? Ja, und da war er da und ich hatte jetzt die ganze Zeit über einen Zuschauer noch. Hat mir zumindest die App angezeigt. Menschen, die sich nicht von dir trennen können. Das ist doch super. So, und hier die Stacheldrahtdinger auch weg, ja? Hier oben auf dem Wall. Alles, was auf dem Ball steht, ja, genau. Alles, was auf der Anhöhe steht, kann weg. Das war wirklich Leo. Leo war die ganze Zeit online. Es war jetzt auch ganz regelmäßig so, dass Maus und ich uns entscheiden mussten, ob wir zum Essen eine neue Folge Fargo gucken oder dir beim Stream zusehen, weil du hast genau dann angefangen, immer wenn wir gerade am Mutter reden. I'm so sorry. Sorry, not sorry. Aber wir gucken dich echt öfter auf dem Fernseher, fetzt immer. Ja, fetzt wirklich. Ja, mir fehlt das halt noch, dass Twitch so eine App für den Fernseher hat, ne? Das fehlt irgendwie noch. Ja. Ich stream sowieso einfach vom Smartphone. Wann gibt's mal eine neue Folge hier? Mann, das Haus mit den untötbaren Leuten. Resident Evil? Genau. Kam, glaube ich, gestern habe ich eine Folge hochgeladen. Ja, aber ich habe alles von drei Mal was gesehen. Heute habe ich noch eine Folge Outlast hochgeladen, aber da ist noch nicht so sonderlich viel passiert. Langweilig. Live und ungeschnitten. Live und ungeschnitten, na, ist da eigentlich auch von Samstag haben wir gestreamt. Oder Sonntag? Ne, Sonntag. Ehrlich? Ja. So, ja, am Wochenende hat er gestreamt, aber ich wusste nicht, dass du Resident Evil streamst. Oh, kacke, das ist voll an mir vorbeigegangen. Aber am Samstag haben wir auch Pathfinder gespielt, da hätte ich wahrscheinlich eh nie gekonnt. Ey, ich kotz ab. So eine Scheiße, muss ich das noch angucken. Das kann ich auch nicht gefetzt haben, wenn ich es nicht kommentiert habe.
Alter. Der Höhenunterschied passt nicht. Was zur Hölle? Was ist schon wieder dein Problem hier, ha? Es muss alles genau nach Plan laufen. Naja, das heißt, dass wir irgendwo noch eine Stufe drin haben. Bei Eisen dann aufhören. Okay, die Spitzen hier, ja? Ja. Okay. Oh. Okay, ich dachte, ich fange hier am Ende an, aber hahaha. Nope. Ich habe kein Eisen. Frag dir auch, bis du Eisen brauchst. Ach so, dann hast du hier schon alles gemacht, oder wie? Guck mal, Marc, hier ist jetzt noch so eine Kante. Soll ich die probieren wegzubaggern? Nee, die ist, glaube ich, schon mit Sätzen weg, ja. Ah, ach so. Ich verstehe. Hoppala. Ach du, das ist die auch, ja? Soll ich dir mal zeigen, wie das noch schneller geht? Aha, das ist eine Nagelpistole dabei. Wie weit willst du die aufbessern? Naja, wenn du Eisen brauchst, kannst du es ruhig noch machen. Solange du kein geschmiedetes Eisen oder Stahl dabei hast, ist es okay. Ich hatte nur jetzt auch kein Eisen einstecken, deswegen. Was wahrscheinlich gut war. Du kennst mal einstecken. Ich habe auch aus Versehen die Rampe getroffen. Hoppala. Ja. Daniel, warum? Daniel sollte ja schon gar nicht mehr mit Eisen aufwerten. Ja, deswegen ist es gut, dass ich nur 20 einstecken hatte. Leo schreibt gerade, es ist anscheinend leicht, an Escape from Tarkov Alpha Keys zu kommen. Was? Ja, das ist so aus Survival Game, aber es ist so mehr miscreated Richtung, also man ballert halt mehr rum. So, hier drüben ist auch schon aufgewertet, sehe ich. Ja. Gut, soll ich mal das sinkende Schiff schon verlassen, oder? Das sinkende Schiff. Wie meinst du das? Also, soll ich hier noch was aufwerten oder nicht? Oder, hey, was ist denn das hier Cooles? Haha, ein Sonnendeck. Ein Sonnendach. Achso. du kannst mit der Schippe mal hier noch ein bisschen Erde abtragen. Aber ich habe keine Schippe. Ja, dann gebe ich dir meine. Das wäre doch nicht nötig. Die will ich wieder haben. Ups, zerlegt. Naja. Dann hätte ich dich jetzt umbringen müssen. Da steckt eine Menge geschmiedeter Stahl drin. Ja, so, wo soll die Erde weg? Die Hügelchen da, oder was? Nee, da. Hier, guck. Da. Mal so die Schräge von der Brücke aus sozusagen angleichen. Achso. Da noch ein bisschen was verschwindet. Hoppla. Oh Mann. Warst du dabei, Daniel, als bei uns im Haus der Zombie gespawnt ist? Leo, ich glaube, das ist nicht mal ein Grafikbug. Obwohl doch, schon. Nee, da war ich nicht dabei. Aber ich glaube, das ist schon ein paar Mal passiert, oder? Na, mir ist es erst immer passiert, da bin ich online gegangen und direkt vor mir stand eine Krankenschwester. Ich dachte einfach nur WTF, WTF, WTF. Mir fehlt nichts, geh weg. Oh, schreckst du dich erstmal. Ich geh mal ein paar Steine kaputt machen. Weil? Um ein bisschen Eisen zu besorgen. Achso. Ich bin so schlecht. Ich glaube, ich hol mir mal den Erdbohrer. Wie konnte man... Nee, nicht den Erdbohrer. Damit ist man ungenau und kaum schneller. In die Tiefe und unterirdisch was machen, ja, aber nicht, um hier kosmetische Arbeiten zu machen. Kosmetisch. Hell no. Wie konnte man noch mehr Erde auffüllen?
Einfach Rechtsklick dann? Nee, du musst aus Dirt-Fragment musst du Waldboden machen. Und das kannst du dann wieder auffüllen. Mit Rechtsklick, ja. Es geht schnell, du brauchst nur Dirt-Fragment. Okay, na dann geht's ja. Ja, Mann. Echt doch, es geht schnell. Allerdings haben wir eh ein übelstes Problem rauskristallisiert, nämlich dass echt unsere Nitrat-Quellen langfristig versiegen, so langsam. Also ich bin halt schon mega weit gefahren, um in ein Schneegebiet zu kommen. Also wir haben die. Wir müssen also Höhlen suchen, Höhlen finden. Das Ding ist, ich habe schon mal eine Höhle gefunden und selbst da gab es jetzt nicht übelst krass viel. Naja. Also es reicht nie mal, um eine Nacht zu überstehen, sozusagen. Ja. Auch nicht. Wenn nicht, müssen wir auf Bolzen umsteigen. Carsten und ich gehen schon viel mit der Armbrust jagen. Aber das fetzt halt nie so. Also ich finde schon. Baller lieber rum. Nein. Christian, ich werde bestimmt nicht freiwillig im realen Leben umgraben. Das hatte ich zu Hause auch schon genug. Das ist nichts, was man toll finden muss. Das ist wirklich ein Grafikbug. Verdammt. What the actually fuck? So. Schnell die Löcher füllen, bevor Marius das sieht. Mir doch egal. Naja, das glaube ich ja wohl eher nicht. Wenn ich die Schräge angleichen soll. Na. Ja. Wie ist der aus Knie? Wie viel Schaden hat das gemacht? 6. Was? Ich schieße dir mal kurz auf die Stuben. Was? Das war mehr. Von 24 auf 30. Okay. Das ist total cool, Nagelpistole macht total Spaß. Aber super, dass meine Rüstungsfähigkeit dadurch aufgewertet wurde, als du mir ins Knie geschossen hast. Aufgewertet? Ja, da stand deine Fähigkeit Rüstung ist jetzt auf 3. Ich so, aha. Okay, cool. Würde meine Feueraxt hier mal in die Kiste schmeißen und du könntest mal gucken, ob du die demnächst wieder reparierst. Die ist nämlich fast kaputt. Ja, ich muss mal wieder neue machen. Da brauche ich übrigens Eisen. Fleisch geahmt. Ich habe noch coole Waffenteile gefunden, die hau ich hier mal noch rein. An Nitrat ist auch gar nichts mehr da, ne? 520 habe ich jetzt reingelegt. Ha. Na, dann köchel ich das gleich doch mal. Ja, ich guck hier gerade mal, was ich noch so für Gedöns hab. Achso, Kohle brauche ich auch. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, schalala. Kohle, Kohle, tralala. Leo hat gesagt, ich soll mir mal ordentlich ins Knie schießen lassen, bis der Rüstungslevel 100 ist. Ich würde mich anbieten. Ja, das glaube ich gerne. Ich bin da sehr kameradschaftlich. Warum würden wir denn alle? Ja. Schön alle hinten anstellen. Hinten anstellen, Freunde. So, hat hier eigentlich. Ja, das ist genug drinne. Genug. Hier auch. Gucken wir mal, was wir an Waffenteile noch zusammenpacken können. Vielleicht kann ich auch mal eine Waffe machen. Wenn ich das aufwerte, ist es dann nur mehr haltbar oder macht es mehr Schaden? Oder jetzt auch. Oh, cool. Der Schaden ist permanent das maximale Level und die Haltbarkeit bleibt quasi. Das sieht zwar weniger hübsch jetzt aus, als es noch mit Holz war, aber ich glaube, es wird ewig halten. Ja. Ich gucke hier mal in die Waffenkiste und hab keinen Bock mehr, ne? Es ist immer so, oh, ist ja so viel drin. Moment. Aber ist schon hart reduziert worden, ja? Momentan geht's sogar, ja. Oh, der Himmel ist so rot. Aber ich kann halt auch keine Jagdgewehre zusammenbauen, weil wir haben, oder macht keinen Sinn, weil wir schon 20 Millionen Jagdgewehre haben.
Na, aber dann werte die doch auf, steck die zusammen und mach krassere Jagdgewehre. Naja, dafür muss ich sie ja erstmal alle auseinandernehmen. Ja, es geht, wird hier nicht geschenkt. Streng dich ein bisschen an. Ich habe eine Scheibe eingenagelt. Toll. Eingenagelt? Oh, du meinst, hast du kaputt geschossen? Ja. Voll cool, ich wollte gucken, ob es soweit reicht. Cool, ich bin das fußballspielende Kind und hab was kaputt gemacht. Oh was, jetzt hat das zugeholzt. So. Ich fühl mich so ein bisschen wie ein Aufseher. Was los? Jetzt stehe ich gerade wieder günstig, weil vor mir eine Barrikade ist. Man kann quasi sehen, wie schnell du das machst. Mhm. Zack, zack, zack. Oh nein, jetzt schon wieder alle. Oh. Du brauchst Metall dafür, ja? Keine Nägel oder sowas? Nein, nur Metall. Hört ihr auch manchmal nachts im Hintergrund so ein, als wenn eine Explosion wäre und danach so Sand runterrieselt? Nee. Das höre ich andauernd. So ein Bruch und dann halt, als würde Erde nachrutschen. Vielleicht geht da irgendwie was in der Nähe hoch. Wissen wir ja nicht. So, Munition as usual. Ja. 6,7 irgendwas, du weißt Bescheid, 7,6. Ja. Achso, Geschossspitzen. Ja. Ich muss doch ja was vergessen. Da. 7. Warum kann ich nur 173 herstellen? Was fehlt hier denn? Schießpulver. Ha, wer hätte das gedacht? Price. Und ich habe gerade wirklich nochmal drüber nachgedacht, neue Geschossspitzen oder so machen zu müssen. Ha, lächerlich. So, Marius wollte pflastern, ne? Auch, ja, Pflasterstellen brauche ich dafür bei euch. Kann man die einfach so drauf pflanzen? Ja, ne? Ging noch. Normale Pflastersteine konnte man so platzieren auf dem Boden? Du musst Pflastersteinrahmen platzieren und dann musst du die mit Mauer befüllen. Gut, dann, ja, gut, sag ich mal, dafür brauche ich Pflanzenfasern. Ist jeden Tag das Tode verloren. So. Da hier eh keine Zombies mehr in der Gegend sind, kann ich ja hier auch. Ich beschütze. Hey, meins. Kloppen wir uns echt schon das Gras vorm, um das Gras vorm Haus? Ist es so weit schon gekommen? Guck mal, Marius, wie schön ich die Schräge mit den Pieksern dahinter aufgewertet habe. Sieht das nicht toll aus? Aber vor der Schräge fehlen halt noch ein Haufen Stacheldraht-Dinger, ne? Ja, da muss man mal gucken, was wir machen. Ja. Weil wir wollten ja eigentlich davon weg, dass die so weit weg von uns sind. Ach so. Ich überlege da einfach nur die zwei Reihen, nur die spitzen Strümpfe zu machen, wo sie einfach rüberrennen. Von mir aus? Schaden kriegen und wir machen Last Hit. Ja, wegen mir. Ein Hit. Ist auch viel besser, wenn das ganze Gras hier wegkommt. Da sammelt sich nur das Ungeziefer drin. Genau. Nachher haben wir eine Zecke oder so. Das kann richtig gefährlich werden, ja. Frag mich manchmal, was Daniels Eltern denken. Ob die das schon mal gemacht haben?
Vielleicht müssen wir ihm mal einen Link schicken. Dein Vater schon mal reingeguckt? Ich habe ihm, glaube ich, schon mal ein Video geschickt, ich weiß aber nicht, ob er sich's angeguckt hat. Sollen wir wetten? Lieber nicht. Du. Wenn ich jetzt hier durch die Lootgänger laufe, komme ich dann irgendwie wieder raus? Ja. Irgendjemand keucht hier ganz schön. Ja, ich mit meinem Bein. Oh. Lauf mal, ich will mal sehen, ob du unten bist. Ich hab's noch nicht gepflegt, deswegen. Muss ich das jetzt im Boden versenken, noch, also nochmal Erde abtragen oder einfach draufpacken? Nee, in den Boden versenken. Das heißt, ich muss hier wieder graben? Ja. Ich hab keine Schaufel, Marius. Hol dir die von Josi, ich brauch meine auch. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt muss ich doch mal meckern. Was ist denn das für eine Ordnung, wenn die Geräte nicht in der Gerätekiste liegen? Ist ja noch nicht fertig. Doch, wir sind alle fertig hier. Ich pack die jetzt mal in die Kiste. Ja, aber Gott sei Dank, dass wir Daniel haben. Ja. Wo wir hier völlig ausordnen und im Chaos versinken. Inspektor Konsegro. Ungeheuerlich. Hast du jetzt eine Schaufel oder nicht? Ich hab jetzt eine, ja. Ich hab mir jetzt eine Steinschaufel genommen, weil mehr bin ich ja scheinbar nicht wert. Können die Steinschaufeln schon fertig sein, wenn die anderen noch nicht fertig sind? Naja, der Output war voll. Von den Werkbänken. Ja, die Werkbänke, der Output war voll. Ich hab Stahlwerkzeuge eingereiht. Die dauern doch 6 Minuten, das Stück. Nö. Och? Nö. Einfach nö. Nö. So, ich muss erst mal gucken, wie tief ich hier graben muss. Ah, ich hab durch mein Field of View ein Bug, das ich unter der Map sehen kann. Hatte ich letztens auch, das ist immer ziemlich cool. So. Ist das auch eine filigrane Arbeit? Kosmetisch. Kosmetisch, sorry. Oder darf ich mir dafür den Erdbohrer nehmen? Wofür? Um die Gräben hier zu ziehen. Diese Chippenarbeit. Ah, hast du mal den Bohrer benutzt? Du hast nur einfach mal in jede Richtung was zerkloppt und da stehen überall schon die Stacheldrähte. Also Teufel tun und da einfach mal alles kaputt machen. Ich höre nur Mimimi. Ich hab dich hier noch nie Tunnel graben sehen, ja? Ich bin ja kein Flüchtling, der Tunnel gräbt. Oh, war ja da, ey. Bei D-Abo hier. Ein Mauerflüchtling. Was? Gleich melden. Ja, echt mal. Nein, das war ein Mauerflüchtling gemeint. Das ist ja mindestens doppelt so schlimm wie Titten. Also wie Nippel. Bild. Nee, das stimmt nicht, nicht bei YouTube. Ha? Nicht bei YouTube. Bei Facebook auch, nee. Jule schreit, schreit eigentlich nicht, aber schreibt, sie hat die Tunnel gebaut. Mario schmückt sich hier wieder mit fremden Federn. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Jule weiß ja noch gar nicht, was unterirdisch jetzt alles geht. Das kann gut aber sein. Jule hat die Tunnel noch richtig von Hand gebaut, ne? Ja. Ohne hochwertiges Werkzeug, ohne Erdbohrer. Ja, das stimmt. Ohne mit bloßen Händen. Erdbohrer benutze ich auch nicht. Stunde um Stunde in der Dunkelheit. Da vorne zu. Die Pflastersteinrahmen, Daniel. Für Pflastersteine in den Weg setzt. Gar nicht. Jag ich dich mit einer Spitzhacke, Alter. Ja, obwohl du hast ein gebrochenes Bein. Ich hab ein gebrochenes Bein, aber ich hab. Dann lass es drauf ankommen, Daniel, dann lauf.
Außerdem muss das Ding erstmal einreißen, da bin ich schon längst über alle Berge. Das ist kein Problem, Daniel. Ich werde einfach dein Bett kaputt machen. Nein. Du Monster! Also tust du ihm mehr weh, wenn du ihm seinen Bildschirm kaputt machst. Ey, stimmt, den Scheiß zu craften war Mörder. Deckmörder. Oh, man kann ja nicht 1000 einstellen, ne? Sind 2000 Pflastersteine zu viel? Ich glaube schon. Also ich habe 2000, die gehen relativ schnell weg. Okay. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich komm nicht raus. Marius, geh mal weg, ich komm nicht weg. Echt? Ja, ich komm hier nicht durch. Ich stehe direkt unter der Leiter, deswegen. Na super, man kann sich auch nicht ducken, ne? Das ist einfach zu viel. Ja, was Juli jetzt, also mir arbeite ich mit einer 600er Spitzhacke, ja. Was Juli damals mit den 300ern gebaut hat, ist schon echt beachtlich. Und vor allem ohne Spitzhacke, ne? Mit einer normalen Steinaxt. Hat sie wirklich? Ja, aber sie hat von mir Spitzhacken gekriegt. Ja, aber anfangs hat sie ganz viel mit der normalen Axt gemacht. Um Gottes Willen. Lange. Ich habe hier gerade ein, das muss ich mit euch teilen. Christian war gerade sich einen Döner oder wollte sich einen Döner holen und hat gesagt, der Döner hatte zu. Geht denn das überhaupt? Ich meine, ich kenne das aus Cottbus, aber aus Dresden oder Berlin? In Berlin. Also in Berlin. Also es kommt drauf an, es sind ja meistens immer so 2-3 Dönerbuden in unmittelbarer Umgebung. Davon hat eine meistens tatsächlich relativ zeitig zu. Ich sag mal so 23 Uhr vielleicht oder 0 Uhr rum. Und die anderen haben dann wenigstens noch bis 2 oder 4 Uhr offen. Ich wollte schon sagen, also 23 Uhr ist ja nochmal ein anderes Pflaster als... 22 Uhr ist ganz schön ärmlich. Ja, ach stimmt, ist ja schon 10, lol. Zeit vergeht. Das wird mal ein ordentlicher Fußweg hier. Rollstuhlgerecht. Geht's da?